Der Themenpark Bana Hills befindet sich in den Bergen in Zentralvietnam auf einer Höhe von 1500 Metern. Die Bana Hills sind bekannt für ihr Highlight, die Golden Bridge. Am Ende dieses Videos verraten wir dir unseren Top-Tipp, wie du die Golden Bridge ganz ungestört genießen kannst. Du kannst den Freizeitpark Sunworld Bana Hills von der bekannten Kleinstadt Hoi An in ca. 1,5 Stunden erreichen. Wir würden dir jedoch empfehlen, den Park von der Großstadt Da Nang aus zu besichtigen. Von hier aus kannst du den Themenpark in nur 30 Minuten erreichen. Außerdem hat die bei Touristen unterschätzte Stadt selbst viel zu bieten. Wir verbringen in Da Nang 2 Nächte und erkunden die Stadt. Mit dem Moped kommen wir von Hoi An aus in Da Nang an. Die größte Stadt Zentralvietnams liegt malerisch an der Küste. Vom Strand aus kannst du die atemberaubende Skyline Da Nangs bestaunen. Okay, das Meer hier geht irgendwie extrem flach rein und ganz, ganz flache Wellen. Und der Sand ist ganz, ganz, ganz fein. Aber es ist eigentlich ganz angenehm, weil da bleibt überhaupt nicht auf Augen kleben. Das ist echt schön. Trotzdem würden wir sagen, dass es nicht unbedingt ein Badestrand ist, sondern du kannst hier vor allem die Fischer bei ihrer Arbeit beobachten. Jetzt haben wir den Moment abgepasst, wie die Fische rausgezogen wurden. Waren gar nicht so viele drin, weiß ich auch nicht, von wie vielen Tagen jetzt das gut ist. Aber einfach so cool, das zu sehen. Er wird hier rausgezogen und sofort sortiert. Und dann kommen auch schon die ersten, die was abkaufen. Hier reicht zum super günstigen Preis. Und ja. Es ist zwar mega heiß, aber das war schon ein echt erstaunlicher Moment, was man live mitbekommen, wie die Fische da rausziehen, sortieren und direkt die ersten Händler kommen und da Fische kaufen wollen, direkt vor Ort. Die haben auch direkt eine Waage dabei, wird alles abgewogen. Direkt neben dem Strand haben wir auch unser Hotel, das wir jetzt nicht unbedingt empfehlen würden. Wir wollten uns ein Zimmer mit Meerblick gönnen, den haben wir uns ein bisschen direkter vorgestellt. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass es so ein Meerblick ist, hätte ich nicht dafür mehr bezahlt, aber ist trotzdem in Ordnung. Gestanden und sind noch zur Lady Buddha gefahren. Das ist hier eine riesige Statue. Man kann auf den Videos, glaube ich, gar nicht erkennen, wie groß. Man hat die auch schon vom Beach gesehen. Die Lady Buddha ist die größte Buddha-Statue in ganz Vietnam. Auf dem Gelände befindet sich nicht nur die Statue, sondern auch eine Tempelanlage. Die Statue ist 67 Meter hoch und thront auf einem lotusförmigen Tempel. Es gibt hier tatsächlich keinen Eintritt. Total verwunderlich. Es ist echt schön hier. Und das Areal ist wunderschön. Der Tempel ist sehr schön. Ja. Und es hat hier sowas überhaupt nicht Touristisches. Also es sind hier Touristen da. Klar, ich meine, wir sind auch hier. Aber es fühlt sich nicht so touristisch an. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man klappert hier Spot für Spot ab. Sondern man läuft hier auf dem Gelände rum. Hier leben auch ein paar Affen. Außerdem hat man von der Anlage eine wunderschöne Aussicht über Da Nang. Also irgendwie ist die Stadt ganz faszinierend. Hier geht nicht so viel. Ja, zumindest bisher. Also es ist total skurril, weil auf der einen Seite sieht man hier große Wolkenkratzer am Strand. Es sieht mega cool aus, so die Skyline und alles. Und dann fährt man da an der Promenade und man hat irgendwie das Gefühl, es ist wie so ein verschlafenes Fischerdorf. Aber wir fahren jetzt erst auch richtig in die Stadt rein, in die Innenstadt, mal gucken, ob da mehr geht. Jetzt wird schon ein bisschen voller. Okay, wir sind in der Stadt. Das merkt man jetzt. Trotzdem treffen wir auch sehr wenige Touristen. Auch in der Markthalle werden wir eher angeschaut. So, wir gehen jetzt noch eine Frosch essen. Ja.
könnt ihr im Hintergrund einfach zuschauen, wie sie unser Essen zubereiten. Das ist ganz lustig. Das Nationalgericht von Vietnam schmeckt übrigens überall und immer. Dabei ist es ein sättigendes und günstiges Gericht. Der Geschmack ist mit der Pho, die du in Deutschland bekommst, aus dem wirklich zu vergleichen. Das ist halt nun mal das Schöne am Reisen. Nur dadurch kann man in unterschiedlichen Ländern authentische Küche bekommen. Noch eine Sehenswürdigkeit in Da Nang ist die Dragon Bridge. Diese beeindruckt vor allem am Abend, wenn sie in verschiedenen Farben leuchtet. Wir fahren uns wieder zurück ins Hotel, denn morgen wollen wir fit sein. Wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, weil wir heute was Besonderes vorhaben. Und zwar möchten wir heute zu den Ba Na Hills. Wir sind jetzt schon mit dem Roller rübergefahren. Die Ba Na Hills sind mit 36 Euro pro Person nicht ganz billig. Hast du also nur ein geringes Budget, sollte diese gut überlegt sein. Dann geht es mit der Seilbahn erstmal hoch. Die Gondelfahrt ist so schön, man schwebt einfach über dieses grüne Tal hinweg und hat eine atemberaubende Aussicht. Wenn du oben ankommst, bist du schon direkt an der Golden Bridge. Die Fahrt hoch war mega cool. Die Golden Bridge hinter uns ist sehr, sehr beliebt. Sie ist das Eingangsportal hier in den Park selber rein und es ist mega voll. Aber ich kann es auch verstehen, sie sieht auch wirklich schön aus und ist auch etwas Einzigartiges. Also sowas sieht man nicht allzu häufig, so eine Brücke. Ja, wir gehen jetzt weiter, wir gehen jetzt rein, also in den Park selber. Ich bin mega gespannt. Mal schauen. Was uns beiden hier aufgefallen ist, seit wir in Vietnam sind, hier riecht alles nach Zitronengras irgendwie. Fast jede Toilette, es ist echt total abgefahren. Also in der Toilette, Restaurants, man riecht es immer wieder, es ist ganz angenehm. Aber einzigartig bisher hier in Vietnam, oder? Der Freizeitpark Sun World hat mehrere Bereiche und unterscheidet in Pagoden- und Tempelbereiche, einen Bereich mit Fahrgeschäften und Unterhaltung. Und die French Village, welche einem kleinen französischen Dorf nachempfunden sein soll. Aufgrund der Lage auf dem Berg gibt es natürlich viele schöne Plätze mit wunderschöner Aussicht, die man genießen kann. Dass die Ba Na Hills kein Geheimtipp mehr sind, merkt man natürlich an den großen Menschenmassen. Aber trotzdem findet man immer wieder ein Plätzchen für sich. Da das Gelände recht weitläufig und groß ist und der Preis relativ teuer, solltest du dir auf jeden Fall den ganzen Tag dafür Zeit nehmen und auch schon morgens losgehen. Was leider auch dazugehört, ist anstehen. Wir stehen jetzt gerade am Alpine Coaster an und es geht sehr langsam voran. Die Fahrt war zwar spaßig, jedoch die lange Wartezeit nicht wirklich wert. Vielmehr gefällt uns der Innenbereich mit den unterschiedlichen Spielen und Fahrgeschäften, wo wir kaum länger als 5 Minuten warten müssen. Also da man hier ja schon eine ganze Weile normalerweise unterwegs ist, wird man sicher irgendwann Hunger bekommen. Und die Preise hier sind schweinteuer. Für eine Pizza 220.000. Ja, ist schon teuer. Es gibt hier die Möglichkeit, ein Buffet also im Ticket ein Buffet mit dabei zu haben für 300.000. Demnach lohnt sich vielleicht ein Buffet, also so dieses Buffet-Ticket, glaube ich, heißt das, wo halt ein Buffet mit dabei ist.
Ja, weil ich denke, wenn man hier einfach noch ein Essen hat und ein Getränk, ist man auch schon ganz schnell auf diesen 300. Ja, eben. Wie wir mal essen ein Felsspor einbacke. Oder das. Wir spazieren noch etwas im French Village umher, mit seinen Brunnen, Marktplätzen und Schlössern. Was für uns architektonisch nichts Besonderes ist, ist für die vietnamesischen Besucher ein Highlight. Okay, kleiner Fototipp. Geht ein bisschen früher Richtung Ausgang zurück. Also wir haben es 16:30. Um 17:00 müssen wir offiziell die letzte Gondel nehmen. Dann an der coolen Handbrücke, oder wie das heißt. An der Golden Bridge. Golden Bridge, danke. Ist einfach kaum was los. Und das ist ja echt cool. Also für den Fall, dass ihr es so macht wie wir, morgens kommen und die Golden Bridge total voll ist. Wir haben trotzdem ein paar Fotos gemacht und haben nicht wirklich viel Gutes bekommen. Hier ist gerade gar nichts oder sehr wenig los, sagen wir so, im Vergleich zu heute Morgen. Das ist und auch richtig schön, ja. Hier werden wir sicher noch ein paar gute Fotos kriegen. Also geht am Abend nochmal oder kurz vor Schluss nochmal zur Golden Bridge und kriegt ein paar gute Videos, Fotos, was auch immer ihr wollt. Und dann geht's schon wieder zurück. Weil die Öffnungszeit ist nur von 8 Uhr bis 17 Uhr. Mhm. Also ist ein bisschen schade, dass sie so früh schließen. Man muss aber auch sagen, der Nebel zieht auch gerade mega ein hinter uns. Und man darf nicht vergessen, also seit wir jetzt unterwegs sind, wir haben jetzt zwar schon Anfang Oktober, aber trotzdem, es wird extrem früh dunkel in Indonesien, in Vietnam. Gegen 6 Uhr ist einfach schon Schicht im Schacht. Und man kommt so vor, als wäre es 10 Uhr in Deutschland. Also, wie war Sunworld für dich? War immer ein super schöner Tag. Ich muss zugeben, ich war heute Morgen ein bisschen gestresst. Aber hat sich langsam auch wieder eingependelt. Auf jeden Fall ein Ausflug wert. Es ist schon teuer. Und ich glaube, meine Highlights waren es gerade wirklich die letzte halbe Stunde auf dieser Golden Bridge. Ohne viele Personen. Magisch. Wunderschön. Hm. Da wir die allerletzte Gondel um Punkt 17 Uhr nehmen, kommen nach uns nur noch die Mitarbeiter und wir fahren ganz allein hinunter durch den Nebel. Zusammenfassend möchten wir sagen, dass uns der Ausflug zu den Baden Hills sehr gut gefallen hat. Du musst dich jedoch darauf einstellen, dass dort viele Menschen sind, da die Baden Hills vor allem bei den Vietnamesen selbst sehr beliebt sind. Auch Da Nang als Stadt hat uns sehr gut gefallen und wir hätten uns sehr gut vorstellen können, auch noch 1 bis 2 Tage länger in der Stadt zu bleiben. Wir werden mit dem Moped von der Mitte Vietnams bis nach Hanoi weiterfahren. Wenn du all die vielen Tipps für die verschiedenen Orte nicht verpassen willst, dann abonniere uns und klick aufs nächste Video.